Moinsen YouTube-Gemeinde, in diesem Videotutorial demonstriere ich euch den Video im Texteffekt. Ein kleiner Quick-Tipp von mir, geht ganz schnell, sieht aber ziemlich cool aus, meiner Meinung, also fangen wir direkt mal an. Hier haben wir einen kleinen Clip aus dem Urlaub, blablabla, nicht lang drum herum reden, also was machen wir? Gehen hier auf Titel und einen neuen Titel und Standbild hinzufügen. Jo, jetzt hab ich ein bisschen verguckt, aber hier, das habe ich hier schon gemacht. Zack, ziehen wir das mal hier in die Zeile rein. Hier, bei Premiere müsstet ihr wissen, wie es geht. Guckt euch einfach an. Es ist scheißegal, was für Einstellungen macht. Hauptsache ist es schwarz. Nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr den Effekt Spurmaske Key raussuchen. Standardmäßig ist es ohne, also so würdet ihr es jetzt sehen. Aber dann geht ihr auf Video 3 und zack, ihr habt schon den Video im Texteffekt. Man kann es noch ein bisschen so umfransen. Deswegen habe ich auch die erste Videospur mal freigelassen. Indem wir hier rechtsklick draufgehen und duplizieren, gehen wir drauf und gehen hier auf äußere Striche hinzufügen. So, das wird hier jetzt nicht so geil aussehen. Werdet gleich sehen, warum. Weil die Textart jetzt ein bisschen hässlich ist. So, hier sind wir dann fertig. Ziehen sie unter die Spur. Jetzt haben wir hier noch so einen kleinen Rand darüber. Wir können schon sehen, dass es hier ziemlich grob und hässlich wirkt. Aber allein rumherum, das war der Effekt. Falls euch der kleine Quick-Tipp geholfen hat, wenn ihr mehr vielleicht sowas sehen solltet, einen kleinen 1-2 Minuten gibt, gebt diesem Video einen Daumen hoch. Euer So geht's.